Hey ho und naja, etwas traurig herzlich willkommen zu dieser Folge Pokémon Phantomkristall. Traurig deswegen, weil wie ihr seht, sind wir nicht da, wo wir aufgehört haben, sondern wir stehen vor dem in den Kommentaren schon erwähnten Holo-Center. Das Problem ist, oder ihr fragt euch wahrscheinlich, warum nicht wir sind und was alles passiert ist und wieso ich das nicht aufgenommen habe. Ja, ich habe gerade eben... Heute am 22., also genau am heutigen Tag, wo die Folge rauskommt, habe ich eine schöne einstündige Folge gemacht, die ziemlich genau 1 Stunde und 8 Minuten ging. Weil ich dachte, gut, machen wir mal eine XXL-Folge, freut die Leute, ne, schön. Und habe die dann aufgenommen, bin dann hier zum Holo-Center gerannt, auf dem Weg ein paar Trainer besiegt, das war kein Drama. Aber, bin dann hier rein, im Holo-Center, ich zeige euch mal, wie das drin aussieht auch. Und habe schon ein paar Kämpfe gemacht. Wie ihr seht, besitze ich schon 110 Holo-Punkte. Man fängt mit 0 an. Und ich habe hier sehr viele Kämpfe gemacht. Ich kann euch mal zeigen. Man kämpft sich durch diese ganzen Sachen hier. Alpha, Beta. Durch die beiden Reihen hier habe ich mich gekämpft. Das sind jeweils pro Teil 4 Kämpfe. Ne, 5 Kämpfe. Das heißt, ich habe mal eben 12 Kämpfe. 12 mal 5 Kämpfe gemacht. Also 60 dementsprechend. Und hab gedacht, ich zeige euch die alle mal. Im Schnelldurchlauf haben wir die gemacht. Ein bisschen gelevelt und Holo-Punkte geholt, damit wir uns dieses Glücksei kaufen können. Was doppelte Erfahrung gibt, was beim Level natürlich sehr gut ist. Und wie gesagt, ich habe das aufgenommen und dachte, alles wäre gut. Ja, und leider hat dann mein Aufnahmeprogramm anscheinend, entweder weil ich zu doof war, die Taste zu drücken, was ich aber nicht glaube, oder weil mein Aufnahmeprogramm keinen Bock hat, hat es auf jeden Fall nicht aufgenommen. Ich habe nur die Tonspur, mit der ihr natürlich nicht so viel anfangen könnt. Und jetzt, ja, habt ihr jetzt den ganzen Teil übersprungen. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil wir in der Story nicht wirklich weitergekommen sind, außer, dass wir hier langgegangen sind. Uns dieser Knacker hier angesprochen hat und meinte, hier in der Magnethülle, das ist voll das Doofe, geh mal da rein. Ja, haben wir aber noch nicht gemacht. Sonst sind wir storytechnisch gar nicht weitergekommen. Wie gesagt, wir sind in die Holo-Center, da kann man dann gegen verschiedene Stufen von Pokémon-Trainern, also verschieden starke Pokémon kämpfen und alles. Hier war die Pension auf dem Weg. Aber storytechnisch jetzt nicht wirklich vorangekommen. Da braucht ihr also keine Sorge haben. Wir sind immer noch in Treflora City. Ist halt nur eine Stunde. Ja, komm, ich fahr mit dir. Ich bin schneller. Nein, ich bin... Aua. Nein. Ich überhole den. Ist halt nur eine Stunde jetzt in Aufnahme weg. Das ist ziemlich ärgerlich für mich. Weil ich eine ganze Stunde jetzt damit verschwendet habe. Ich dachte, ich tue euch was Gutes. Und naja, es kam am Ende dann nur Scheiße raus. Das ist ziemlich deprimierend, aber gut. Wie gesagt, ich zeige euch mal, ihr werdet jetzt überrascht sein, unser Gengar ist jetzt auf Level 67, Logok 63. Wir haben unser Gengar extrem stark trainiert. Extrem. Und haben ihm jetzt, wie ihr seht, das Item Glücksei angedreht. Und deswegen können wir jetzt, und Abgangsbund erlernt, aber das ist jetzt nicht so spannendes. Deswegen wollte ich jetzt mit euch eigentlich ins Gym gehen. Ich dachte mir, das wäre eine gute Idee. Und dann machen wir einfach mal das Gym und ein bisschen storytechnisch weiter. Und wäre in der nächsten Folge vielleicht dann mal einfach mal Logo Trickbretts. Ja, wir wollen die austauschen, ja. Und dann werden wir in der nächsten Folge oder so einfach mal weiter leveln. Und vielleicht doch mal in den Holoturm gehen, weil da gibt es natürlich richtig viele geile Items, die werde ich euch dann zeigen, die man noch kaufen kann. Dafür müsste man aber diese Holo-Points haben, die man nur bekommt, wenn man Kämpfe gewinnt. Und das würde ich gerne mit euch ausprobieren. Aber erstmal machen wir jetzt einfach mal hier die Arena, oder? Bereiten wir uns auf die Arena hier vor. Pflanzenarena sollte jetzt nicht so das Drama werden. Ich habe den falschen Weg gewählt. Oh, habe ich wirklich. Fällt mir gerade auf. Da oben ist nur ein Pokéball. Aber egal. Ist kein Problem. Dann können wir wenigstens was trainieren. Logok, ne. Boah, das dauert mir zu lange hier. Ein bisschen beschleunigen wir das Ganze mal. Ja, wir haben nicht so viel Feuerattacken wahrscheinlich für die Pokémon. Also gehen wir zwischendurch mal ein bisschen zurück wahrscheinlich. Ja, wenn wir nicht treffen, dann sowieso. Ey, wenn Logok, was ist denn los bei dir? So. Und damit haben wir den auch schon besiegt. Da machen wir halt, wie gesagt, ein bisschen Arena heute in der Folge. Die wird dann leider keine Stunde, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich gleich weg muss.
Ich habe aber extra diese Stunde eingeplant, gedacht, cool, eine Stunde zocken. Eigentlich wollte ich die letzte auch gar nicht so lange machen. Habe ich gedacht, komm, machen wir mal eine Stunde. Ja, und ist halt doof gelaufen jetzt. Jetzt wird die hier relativ normal, halt 15 Minuten, denke ich mal, wird die. Leider nicht allzu lang, aber okay. Vielleicht wäre es auch langweilig für euch geworden, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja Glück gehabt und müsst das nicht jetzt ansehen. Aber okay, ich weiß es nicht. Wir werden danach aber, nachdem wir die Arena hier gemacht haben, Level 64, schön. Nachdem wir die Arena gemacht haben, werden wir auf jeden Fall zu dem Blitztypen gehen und unsere, oder nochmal ins Holo Center, da bin ich mir noch nicht sicher, aber da werden wir unsere Pokémon nochmal sehr gut hochleveln mit dem Ei. Weil das Pack klappt auf jeden Fall ganz gut. Wir kriegen ja hier auch jetzt schon doppelte Erfahrung. Das ist echt. Also damit kann man gut leveln. Das. Ja, ich kann nicht schlagen. Ich hatte schon einen tollen Titel für die Folge. Ich habe schon das Thumbnail in meinem Kopf schon gemacht. Und dann wollte das Spiel nicht. Toll. Danke. Das war echt nett. Ja, Giflor, ich habe leider keine Sachen, keine Feuerattacke mehr. Was ziemlich nervig ist gerade. Boah, wir kriegen 3000, das ist echt, das ist schon geil. Ist schon was Lustiges. Jetzt wurde Lorat bepflanzt, jetzt verlieren, könnten wir sogar verlieren. Ne, wir haben mal Gengar. Gengar regelt. Dann kommt Sturzlug. Sturzlug. Und Lorat ist tot, deswegen kriegt keiner die Erfahrung. Toll. Aber wir kriegen Geld. Und wir gehen zurück. Wir gehen zurück, damit wir unsere AP aufheilen, damit wir unser Logo heilen. Und ich würde jetzt mal, ohne jetzt hier übermütig zu werden, würde ich behaupten, wir werden diese Arena relativ gut schaffen können. Gehe ich jetzt mal von aus, weil Blatt und so. Und wir haben Feuer-Pokémon, wir haben unsere Pokémon gut trainiert, wie ihr gesehen habt. Wir haben in der letzten Folge, habe ich Gengar 17 Level, glaube ich, hochtrainiert. Also das war schon cool. Und deswegen sollte das, glaube ich, gar kein Problem sein. Falls Lorat halt stirbt, haben wir immer noch Gengar. Und Gengar ist, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, Gengar ist ein sehr, 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 sehr starkes Pokémon. Da haben die Kommentare mir auf jeden Fall gut geholfen, als die sagten, ich solle Gengar trainieren. Was ich ja auch getan habe dann. So, falls wir einen Doppelkampf bekommen, setze ich schon mal Gengar wieder dahin. Kann man hier, na, wir können wahrscheinlich kein Fahrrad nehmen, deswegen gehen wir mal hier zu Fuß. Ganz entspannt. Weil das da oben, die beiden sehen nach einem Doppelkampf aus, wenn ihr mich fragt. Zerschneider, die Animation dauert mir auch jetzt zu lange. Ach, wir müssen hier einmal ganz rumgehen, oder was? Ah, okay, wir müssen hier noch weitergehen. Wahrscheinlich werden dann auf diesem komischen Ding da hinten teleportiert, in die Mitte von dem. Von den beiden da. So, Parasek ist tot. Logok ist Level 65. Dieses Glücksei, das ist echt geil. 1700 schon wieder. Ja, das ist gut. 3700, damit trainieren wir richtig schnell, glaube ich. Hallo, Leute. Nein, daneben, ey. Wenn Lorat die Attacken mal treffen würde, wäre natürlich viel schöner, ne? Aber gut, man kann nicht alles haben. Level 54. Es ist gar nicht so. Die sind nicht schlecht, aber wir haben halt zwei sehr gute Pokémon. Das ist dann kein Problem. Und komm jetzt, Logok, das ist nicht dein Ernst, oder? Wahrscheinlich können wir. Ich will jetzt nicht zurück. Ich gehe jetzt nicht zurück zu diesem dummen Pokécenter. Nee. Schalter wurde betätigt. Okay, wahrscheinlich. Oder da unten ist es auf. Ah, da unten ist auf. Okay, dann machen wir das hier auf. Zack.
probios. Pokémon. Mal gucken, wie die Attacken aussehen von Lobok. Null. Nur praktisch. Haben wir hier irgendwas? Täschchen. AP, 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 AP plus. Nee. AP, Äther, Äther, genau, Äther. Äther. So, Logo müsste Level 66 sein dann. Doppelkampf. Was habe ich gesagt, Leute? Was habe ich euch gesagt? Feuerfege auf Kapils und Spukball auf Roselia. Gengar ist so stark geworden. Boah, echt Hammer. Feuerfeger. Natürlich geht Logots Attacke daneben. Was auch sonst? Nein, ich wollte auf Roselia. Zack. Tropius ist nämlich jetzt. Müsste jetzt weg sein, genau. Natürlich haben die beide so viel Rosarade. Wow, das ist ja eine Abwechslung. Logok, wie oft dir die Attacke nicht trifft, ne? Boah, Hammer. Ach komm, einfach alles auf den, der ist jetzt tot. Dann überlebt Rosarade halt noch eine Runde. Und Logok ist Level 66. Flammenblitz. Aber der hat, glaube ich, nur 5. Oh, ich. Ne, 15. 120. Ey, ich sehe schon. So, Schlitzer behalten oder nicht? Ich glaube, Schlitzer behalten wir mal. Aber wir können Feuerfeger weghauen. Weil der hat 100, 120. Hier trifft immerhin. Feuerfeger trifft ja gefühlt die Hälfte der Zeit nicht. Sehr gut. Schlitzer. Spukball. Zack. Sehr gut. Und Gengar ist Level 68. Ich glaube, dahinter ist schon der Arena-Leiter. Deswegen gehen wir nochmal zurück, heilen unsere Pokémon. Und dann werden wir auch in dieser Folge als kleine Entschädigung dafür, dass ihr die letzte nicht sehen könnt, werden wir einfach den Arena-Leiter mal ausprobieren. Und ich, wie gesagt, ich glaube, wir werden ihn schaffen. Wir werden es schaffen. Wir werden ihn besiegen. Und wir werden uns den nächsten Orden hier ergattern. Unseren vierten, ne? Oder unseren dritten? Oder vierten oder dritten? Ich weiß es gar nicht. Da bin ich schon überfragt, Leute. Da müssen wir. Da schauen wir mal direkt in unsere Trainerpass. Das wäre der vierte. Ja, gut. Ja, gut, dann. Wenn der das sagt, der Trainerpass, dann wird er wohl recht haben. Dann wird er wohl recht haben. Und wir geben jetzt Jim ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Tschu, tschu, da rennen wir. Guck mal, boah, wir sind. Yay! Seit ich diese Vorspultaste gefunden habe, bin ich echt glücklich. Und rein geht's zum Arena-Leiter wahrscheinlich. Hallo. Oh, wie schön. Oh, das ist wieder. Die Musik. Ja. Wir stehen. Hallo. 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 Lady. Erika. Hallo Trainer. Mein Name ist Erika. Ich bin die Arena-Leiterin von Treflora City. Ich bin Herbert, angehender Pokémon-Meister und möchte den vierten Orden kämpfen. So, Herbert, lass mal sehen, ob du würdig bist, die Orden zu erhalten. Lass den Kampf beginnen. Ja, die Musik ist schon geil. Ich finde diese, ich weiß nicht, was für eine Version es ist, aber diese Piano-Version von Down von Jay Sean ist schon cool. Also, muss schon cool. So, Erika. Dann sag mal an, was machen wir denn hier? Ein bisschen Flammenblitz. Und den Arena-Leiter-Kampf spule ich jetzt nicht vor, weil wir müssen diesen epischen Kampf miterleben. Oh. Ah, das ist bestimmt. Ich wusste, dass das Flammenblitz irgendeinen Nachteil hatte. Mir war, ich wusste es. Der Rückstoß ist natürlich doof. Tangolos sieht auch richtig cool aus irgendwie.
Ich mag Tangolos. So ein richtig fettes Pokémon. So ein Relaxo in, mit komischen Tentakeln. Boah, der Rückstoß ist, glaube ich, der richtet sich wahrscheinlich nach, danach, wie viel KP wir den Gegner abziehen. So, Blubella. Weil ich glaube, noch einmal oder zweimal, dann ist Logo auch tot, leider. Es sei denn, wir heilen den. Wir können mit dem Top-Trank ja heilen, wenn er jetzt nicht schon tot ist. So, Megani. Das fette Riesenblatt-Pokémon mit sehr viel Leben. Wir haben ja den Top-Trank. Wo ist denn der Top-Trank? Top-Genesung. Übertrank, ach komm. Übertrank, zack, 177. 200 KP macht der, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der macht nur 100. Vielleicht ist auch mit modifiziert worden hier. In der Edition. Aber wahrscheinlich machen wir doch eine 20-Minuten-Folge heute mal, ne? Ist immer eine ganz normale dann. 67. So, Flammenblitz. Sazenia, komm, stirb. Der war wirklich... Also die Arena war im Vergleich zur letzten, wo wir uns wirklich die Zähne ausgebissen haben, die war echt einfach. Die war kein Problem. Tropis ist das letzte Pokémon von der. Ich bin sehr von diesem Kampf angetan. Du bist wirklich sehr stark. Ich bin gespannt, wie der Kampf enden wird. Ja, ich nicht, weil du hast nicht mal ein Pokémon von mir besiegt, Lady. Also bitte mal schön den Ball flach halten hier, ne? Und ich habe alle von dir One-Hit gemacht. Und Logok... Oh, gut, dass er überlebt. So, Logok bekommt 3300. Du bist gut. 6200 haben wir bekommen. Das war wirklich ein interessanter Kampf. So wie du deine Pokémon führst. Mit Herz und Seele, so kann ich dir jetzt schon sagen, vor dir liegt eine großartige Zukunft. Danke. Du hast es dir auf jeden Fall verdient, den Orden von Treflora City zu erhalten. Hier ist der Waldorden. Bam, bam, badam, bam, bam. Okay. Den Waldorden haben wir erhalten, sehr gut. Mit diesem Orden ist es nun dein Pokémon möglich, mit der Attacke Zertrümmerer kleine Felsen außerhalb des Kampfes zu zerstören. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf deiner Reise. Vielen Dank, Erika. Nette Arenaleiterin. Sehr nett. Muss ich sagen. Nette Person. Gefällt mir. Ist es euer Ernst, dass ihr jetzt diese scheiß Bäume wieder aufgebaut habt? Wir könnten als nächstes natürlich in die Magnethöhle gehen. Weil wir Zertrümmerer jetzt einsetzen können, könnten wir da hingehen und da alles machen. Aber ich denke mal, wir werden erst in nächster Zeit, in den nächsten Folgen, ein, zwei Folgen oder so, mal gucken, wie lange. Wir werden ein bisschen trainieren gehen. Nein. Scheiße! Ich hätte die Folge beenden sollen. Nein. Wir werden trainieren gehen. Und da mal schauen, wie es weitergeht. Aber erstmal gehen wir ans Handy, weil unser Handy tutet. Piep, piep! Hä? Herbert, bist du dran? Ja, aber wer ist denn da? Hier ist der Professor Goodwing. Mein Labor wird überfallen. Oh. Egal, mein Labor wird überfallen. Ich bin trotzdem gut drauf. Ihr kommt hier nicht rein. Ich wollte Garrick benachrichtigen, aber ich erreiche sie nicht. Ah! Professor? Bitte schnell, hilf uns. Wir können uns nicht mehr lange aufhalten. Hä, was sind das für Typen? Ah, ich weiß es nicht genau, aber ihre schwarze Uniform kommt mir bekannt vor. Professor, halten Sie aus. Piep, piep. Nein, verdammt. Das kann nicht wahr sein. Mal schauen. Ja, was soll ich gucken? Oh, Pokémon-Pension, Route 2, Duellturm, Route 1, große Ebene, Route 10, Safari-Zone. Hä, wo muss ich denn hin hier? Hallo? Blumenfelder, Voltilam-Farm,
Seestranddorf. Wo muss ich denn? Hä? Ja, Lady, sag mir mal. Treflora, Pokémon, Magnethülle, Holocenter. Ja. Hä? Und jetzt? Der schnellste Weg nach Herio City ist über Route 9, Raken City und dann über Route 2. Ich muss Professor Gutwing helfen. Okay, habe ich ja gar nicht gesehen. Warum müssen wir denn nach was? Lass uns nochmal kurz gucken. Route 9 und dann Route 2. Wir müssen nach Herio City. Okay. Ja, das wird ja nicht so ein langer Weg eigentlich. Aber gut, den Weg werden wir in der nächsten Folge bestreiten. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie wir Professor Gutwing aus der Patsche helfen können. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Herbert. Diesmal auch, dass ihr alles seht und Herbert wird weiter trainieren, um stärker zu werden. Und vielleicht werden wir in der nächsten Folge doch unser Training verschieben, weil der gute alte Professor Gutwing, der hat ziemlich angespannt und ziemlich nervös geklungen. Vielleicht sollten wir ihm mal schnell zur Hilfe eilen. Und ich würde sagen, genau das werden wir dann wahrscheinlich, wenn ich mich nicht umentscheide, in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich diese 1-Stunde-Folge leider verkackt habe. Dafür gibt es jetzt hier diese kleine 22-minütige Folge ungefähr. Und genießt es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Phantomkristall. Ciao, ciao!